Ja, das Besondere an mir, würde ich sagen, ist, ich bin authentisch. Und wenn jemand authentisch ist, das merken die Leute. Wenn man gekünstelt ist, oft ist eine Metzgerei so künstlich. Da wird man dann so praktisch, ist man nur eine Nummer und wird behandelt so wie jeder andere. Aber bei mir merken die Leute, die mich im Fernsehen gesehen haben, die sagen, die kommen dann, wenn sie Urlaub haben, mal hier rein, besuchen mich und die sagen dann immer, Peter, du bist genau so, wie du auch im Fernsehen rüberkommst. Und das ist authentisch. Und so war ich schon immer. Also ich gebe mich so, wie ich auch privat bin. Und weil ich mich nicht verstelle, bin ich wahrscheinlich so erfolgreich, denke ich mir. Als Jugendlicher habe ich mir vorgestellt, also ich wollte schon mehr was mit Kaufmann machen, weil ich war immer kreativ. Und da habe ich gedacht, du musst irgendwas machen mit deinen Möglichkeiten. Und es war halt nur Hauptschule. Und da habe ich gedacht, ich mache Verkäufer, da habe ich immer mit Menschen zu tun. Und jeden Tag passiert was anderes. Man weiß nie, wer ins Geschäft reinkommt. Es gibt nette Kunden, es gibt nicht so nette Kunden. Und das hat mich dann immer gereizt. Und jetzt durch den neuen Geschäft, da kann man auch kreativ sein. Dann kann man ja was Neues anbieten, was Neues erfinden. Ich habe zu meiner Mama immer gesagt, ich gehe jetzt Kaufmannslade spielen. Ich habe das mir immer so vorgestellt, das ist für mich kein Beruf. Ich gehe jetzt auf die Arbeit und spiele das. Und meine Philosophie ist, ich will jeden Tag erleben, als wäre es praktisch nicht mein letzter, aber ich will glücklich sein. Ich möchte nicht irgendwo auf die Arbeit gehen, um 8 Uhr anfangen und 16 Uhr Feierabend machen und nur weil ich es muss oder weil ich den Tag irgendwie überbrücken muss oder überstehen muss. Ja, das kommt, der DVD-Tisch zum Beispiel kam durch viele Spenden, durch das Soziale, was ich mache, Kunde mit meinen belegten Brötchen für Bedürftige. Und dass ich halt auch ein Filmfreak bin sozusagen. Ich habe schon immer gerne Filme getauscht mit Studenten oder die haben mir Filme gebracht. Ich habe wieder kostenlos weiterverleiht. Und da kamen so viele Filme als Spende zu mir. Die haben die Leute mich angefragt, Peter, willst du nicht ein paar Filme? Wir haben daheim noch ein paar rumliegen. Können wir dir nicht bringen? Und da habe ich gesagt, ja, super. Und ich habe es jetzt so gemacht. Ich habe die Filme, die anspruchsvolle Filme, sage ich mal, in Gänsefüßchen habe ich zum Verleih kostenlos. Und die auf dem Tisch verkaufe ich für 1 bis 2 Euro. Gebt es aber auch als Spende für die Bedürftige weiter. Ja gut, das Geschäft, das ich übernommen habe, ganz am Anfang, das ist relativ schlecht gelaufen und es war halt auch wie eine Metzgerei ausgesehen. Ich bin ja eigentlich kein Metzger, ich bin eigentlich ein Imbiss. Und der Laden hat ausgesehen wie eine Metzgerei und die Erwartung war halt wahrscheinlich, dass so ein richtiger Metzger da steht. Und ich war schon ein bisschen immer im T-Shirt und manchmal auch ohne Schürze, was ich aber schon verbessert habe. Also ich war schon mehr ein bisschen leger angezogen und auch von der Art. Also das hat sich dann so langsam gesteigert. Erst das Metzgergeschäft, das war so ein langsamer Prozess. Und dann habe ich gesagt, mittags, da waren 2 Gymnasien bei mir ums Eck. Und da habe ich gesagt, wir hatten früher immer Mittagspause. Und da habe ich gesagt, die können wir ja lassen. Und dann arbeite ich durch und biete für die Schüler belegte Brötchen für 1 Euro an. Und das war das Erste, was ich eingeführt habe, dass wir praktisch durchgehend aufgehabt haben. Und so fing es dann an mit den Schülern, die kamen, Studenten. Und es ging dann halt immer von Jahr zu Jahr, wurde es immer ein bisschen besser. Und zum Schluss war ich da wirklich dann auch schon etabliert. Ja, mein Urlaub hatte mich 20 im alten Geschäft, habe ich mir das leisten können eigentlich. Habe es aber nie gemacht, weil ich auch lange Single war und habe auch immer gedacht, Urlaub, ich weiß nicht, ich war einmal in Paris, das war auch nicht schlecht, aber es hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen. Habe ich mir gedacht, Urlaub ist nicht so mein Ding. Jetzt, wo ich eine Beziehung habe, habe ich dann letztes Jahr meiner Freundin, weil sie viel Arbeit bei mir hat, gesagt, komm, wir machen mal 1 Woche zu, was für mich natürlich auch eine hohe finanzielle Einbuße ist. Aber da habe ich gesagt, das ziehe mir jetzt durch und habe ich entweder fahre ich ab diesem Jahr immer in Urlaub, es gefällt mir so gut oder ich fahre halt nie mehr. Und das sind wir nach Südfrankreich, nach Cannes gefahren, mit dem Auto durch die Schweiz, wunderbare Strecke. Und das war dann so schön, dass wir dieses Jahr gleich nochmal im Urlaub waren. Und jetzt fahren wir jedes Jahr. Also es hat dann doch so gewirkt, dass ich den Urlaub brauche, einmal 1 Woche im Jahr, die dann nur für mich ist und für meine Frau, dass wir mal runterkommen. Aber ich bin doch dann immer froh, wenn ich dann wieder die Rückreise antrete, dass ich wieder meinen Laden sehe und mein sehe. Ich kenne die Metzger, wo ich einkaufe, die sagen dann, Peter, wir haben das und das im Angebot, was kannst du denn gebrauchen? Und also ich gehe auch gerne gut essen, zum Beispiel in den Hyatt. Und ich finde es auch immer toll, wenn man so Sachen gut anrichtet. Und das gefällt mir und das ist mein Hobby. Also es ist für mich, ich freue mich abends, wenn ich ins Bett gehe, dass ich nächsten Tag arbeiten gehen kann. Das macht dann, wie heute hier habe ich Rinderschnitzel gemacht. Also bei mir kann man für wenig Geld schön essen. Und mir macht den Spaß, den Teller zu gestalten und das rauszugeben, aber für wenig Geld. Und mir macht es auch Spaß, wenn dann die Kunden sich freuen. Oder wenn ich ein Rumpsteak schön mit Meersalz garniere oder noch Dings drauf mache, Kräuter. Und das gefällt mir, das anzurichten. Und das ist natürlich auch kreativ und ich verdiene Geld mit. Das ist natürlich das Beste. Ich habe Spende aus Amerika bekommen, aus Wien habe ich Spende bekommen, alles für die Bedürftigen. Die sehen das dann bei Facebook und ich gebe das dann auch immer. Ich tue es halt auch immer dokumentieren, dass die Leute auch sehen, dass ich es weitergebe. Und dass ich das für mich behalte. Also aber eher spende ich dann immer mehr als zu wenig. Aber ab und zu muss man halt auch mal dokumentieren,
ich habe das jetzt ans Altersheim gegeben oder ich habe für draußen mal belegte Brötchen für Obdachlose. Und das macht Spaß, wenn die Neustadt so praktisch zusammenhält.